So, hallo lieber Jörg und willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Multiplayer-Projekt auf dem LS19. Wieder mit dabei der Sven und versprochen, alle Fahrzeuge befinden sich jetzt hier auf dem Hof. Und wir starten jetzt auch gleich mit Du hast was vergessen, was wir nur geholt haben. Feldarbeit, genau, und du siehst richtig, wir haben uns noch zusätzlich einen weiteren Traktor geholt, den das Sven jetzt benutzen wird für die normalen Sachen, und den Fiat, diesen kleinen orangenen hier, den werden wir nur für die Fahrten mit Düngestreuer auf dem Feld benutzen, denn die Pflegebereifung, die brauchen wir ja eigentlich auch nur dafür. So, und unsere erste Aufgabe, die wir uns jetzt widmen werden, ist die Ernte unserer Sonnenblumen, die hier erntereif sind. Damit wir dann auch wieder ein bisschen Geld verdienen können, denn wie du siehst, wir haben nicht mehr viel. Eigentlich haben wir gar nichts mehr. Ich habe bei der Bank nochmal einen Mini-Darlehen aufgenommen von 5000 Euro, damit es gereicht hat für... Warum sind diese jetzt an? Ist nicht weg hier. Hallo? Irgendwie wollte der jetzt gerade nicht. Auch gut. Warum? Sonst komme ich, kann ich nicht umdrehen. So, nichtsdestotrotz schauen wir natürlich trotzdem. Upsa. So, ich muss mich gerade erst ausrichten. Ja, alles. Das ist mit der neuen Lenkung nicht ganz so einfach. Ich habe es in meinem Single-Modus auch so gehabt. Das Problem. Ja, bekanntlicherweise Sonnenblumenerträge, Sojabohnenerträge, Rapserträge sind ja bekanntlich nicht besonders hoch. Also deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, da das Feld auch nicht gedüngt zu sein scheint, dass die Erträge dementsprechend, ja, nicht so viel, so immens aus... Ich wollte gar nicht mehr herfahren, das lohnt sich ja auf die Schräge. Nicht wirklich. Bei dem kleinen Feld auch nicht unbedingt. Ja, und wir sind jetzt nur am Überlegen, denn ein Problem haben wir noch, und ja, da habe ich jetzt zwischen den zwei Aufnahmen jetzt mal mit dem Sven drüber gesprochen, wie wir das denn am besten lösen, und wir sind da so verblieben, dass wir sagen, das entscheidest du. Als Zuschauer entscheidest und darfst mitentscheiden, das macht das Ganze für dich auch ein bisschen interessanter, nämlich wir haben ein Feld mit erntereifer Baumwolle. Das ist ja eine der neuen Fruchtsorten. Problem an der ganzen Geschichte ist dann folgendes. Nämlich, dass wir... Erstmal, dass ich jetzt hier festhänge. Das Hauptproblem ist daran, wir brauchen dafür eine separate Erntemaschine und einen separaten Abtransport. Und es gibt dafür nur einen vollautomatischen Ernter, der zum Kaufen außer Frage zu teuer ist, Stand jetzt. Irgendwie funktioniert das hier mit dem Ernten auch nicht so, wie es soll. Wir können da immer ein paar Helmchen stehen. Aber eventuell besteht die Möglichkeit, dass wir uns diese Maschinen für die einmalige Ernte auch ausleihen könnten. Unter Umständen. Das müsste man allerdings dann erstmal mit dem Herbert vom örtlichen Fahrzeughandel ausdiskutieren, ob er da was für uns in petto hat. Die zweite Möglichkeit wäre, wir sagen, okay, es ist zwar brutal, aber wir verzichten auf die Baumwolle, walzen das ganze Ding platt und säen dann wirklich einfach aus eigener Kraft was an, was wir auch mit unseren eigenen Maschinen schon ernten können, und sparen uns dann somit die Mietkosten für diese Baumwollgeräte.
Sven hat vorhin mal geguckt, wie hoch war der Preis, den wir für die Baumwolle bekommen? 840 und warm's. Also so circa 840 pro 1000 Einheiten. Ist jetzt nicht die Welt. Dementsprechend, weil wir uns nicht ganz einig sind, haben wir entschieden, dass du, Jörg, das jetzt entscheiden darfst. Und zwar in Form dessen, dass du uns einfach mitteilst, sollen wir die Baumwolle ernten oder sollen wir darauf verzichten und das Ding einstampfen. Lass uns da einfach die kurze Info zukommen, damit wir dann für die nächsten Ausgaben planen können, ob wir die Baumwollernte mit einbeziehen oder ob wir das Ganze auf später schieben. Denn im grundsätzlichen Sinne sollte man ja eigentlich sagen, ist es ja so gedacht, dass man die neueren Sachen noch dann auch gleich so zeigt, wie sie denn dann auch sind. Und eigentlich nicht vorgreift. Ja, der Sonnenblumertrag lässt hier sehr zu wünschen übrig. Aber ich glaube nicht. Ich habe jetzt gerade mal 1300 Einheiten. Wow. Ja, 300, ja knapp 400 drin jetzt gerade. Ich sag ja, also. Lässt dann doch sehr zu wünschen übrig, der Ertrag hier. Aber die Felder sind ja auch nicht besonders groß, aber es sind zumindest drei Felder, die man hier jetzt schon mal bestellen kann. Und ich finde, das ist zumindest mehr wert, als ein Riesenfeld zu haben, was noch nicht mehr erntereif ist. Man nachher dann, nachdem man die Fahrzeuge auf den Hof gestellt hat, nicht mehr weiß, was man noch machen soll. Deswegen, wir nehmen das so, wie wir das kriegen. Ziel ist es ja, möglichst eine abwechslungsreiche, ein abwechslungsreiches Projekt hier zu auf die Beine zu stellen. Und sofern wir das dann auch zeitlich hinbekommen, kriegen wir das Versuch, werden wir auch mal versuchen, eventuell dann etwas abwechslungsreicher dieses Filmmaterial zu gestalten. Aber das Ganze ist alles, wie gesagt, so in der Planungsphase. Nur das Projekt lag uns sehr am Herzen, damit du einfach ja zusätzlich zum Single-Modell, zum Single-Player parallel noch ein zweites Projekt hast, auf das du dich freuen kannst tagsüber, wenn es dann abends online kommt. Und es wird dann auch so sein, wie beim Single-Modus auch, dass es dann eine festgesetzte Uhrzeit geben wird, wann genau die neuen Folgen online kommen. Am Wochenende Tendenz eher so, dass da vielleicht dann mal ein oder zwei Folgen hintereinander online kommen am selben Tag. Unter der Woche ist es so, dass wir das so geplant haben, dass dann täglich eine neue Folge erscheinen wird. In der Hoffnung, dass dir dieses Mengenangebot, sage ich dazu jetzt mal, dann ausreicht. Denn wir müssen das Ganze natürlich auch im Verhältnis halten mit der Zeit, die uns zum Aufnehmen bleibt. Aus berufsbedingten Gründen natürlich. Ja, weil du hast Nachtschicht, ich habe nämlich Spätschicht. Das sieht schon mal. Genau, ich habe nämlich die nächste Woche komplett ausgenommen den Montag. Da hätte ich dann noch die Möglichkeit, nachts etwas aufzunehmen, da ich ab Dienstag Nachtschicht habe. Deswegen ist es mir eigentlich am wichtigsten, dass wir es hinkriegen, zumindest für die erste, immer das Ganze so wochenweise zu machen. Das heißt also, wir müssen jetzt gucken, oder wir planen das jetzt so, auch dass du es verstehst, Jörg, planen die Aufnahmen und das Ganze so, dass wir sagen, wir nehmen die am Wochenende immer so weit die Folgen auf, dass es für eine Arbeitswoche reicht. Heißt also Minimum fünf Folgen, vielleicht auch mal 6, 7, 8, je nachdem wie viel Zeit uns dafür bleibt. Heißt also, so wie jetzt in diesem Fall, wenn wir dir eine die Frage stellen bezüglich der Baumwollernte, dann kannst du dir davon sicher sein, dass wir dann mit der Baumwollernte, sofern das Ganze, egal wie das sich entscheidet, erst zum Ende der Woche beziehungsweise dann in der neuen Woche damit loslegen werden, damit wir eine Entscheidung sozusagen berücksichtigen können. Aber ich kann dich beruhigen, es wird einiges noch zu tun sein bis dahin. Wir haben noch die Felder, die wir jetzt gerade ernten, müssen noch gepflügt werden, gedüngt werden, gesät werden. Ja, also es ist noch genug zu tun in diesem Sinne und da geht uns das Arbeitsmaterial auf jeden Fall nicht aus. Ja, und dann wie gesagt mit den Aufnahmen unter der Woche ist es jetzt zum Beispiel nächste Woche richtig bescheiden, denn wie gesagt Ostern am Montagabend ab 11:30, 12 in der Nacht
bleibt uns nicht wirklich viel Zeit. Ups. Denn, ja, wie gesagt, ich habe der Nachtschicht, Sven hat die ganze Woche die Spätschicht. Das heißt, das überschneidet sich dann sozusagen wieder. Und dementsprechend müssen wir dann da auch so nachschauen, wie wir das dann am bescheidensten unterkriegen. So, jetzt schaue ich mal währenddessen mal schnell auf unseren Timer und sehe da, wir nähern uns gemächlicherweise auch dem Ende dieser neuen Folge. Jetzt ruckelt's wieder verdammt arg hier gerade. Mal schauen, was das jetzt wieder ist. Eigentlich läuft da jetzt nichts mehr im Hintergrund. Das auch nochmal aus. So, und dann hoffen wir jetzt mal, dass wir dann die letzten Minuten noch halbwegs flüssig in den Kasten kriegen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Speicherplatz langsam wieder mal zu Neige geht. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt unser erstes Versprechen gehalten. Wir haben in der dritten Ausgabe bereits begonnen mit den ersten Feldarbeiten. Es war jetzt die Ernte der Sonnenblumen auf dem Programm gestanden. Und wie gesagt, wenn wir das so Folge für Folge durchkriegen, dann haben wir auf jeden Fall bis einschließlich nächste Woche Freitag schon mal Material im Kasten. Denn wie gesagt, es muss noch ein zweites Feld geerntet werden. Die Felder müssen noch gepflügt werden, nochmal dann gekrubbert, ausgesät. Also es ist genug zu tun. In diesem Sinne, und ja, jetzt tanken wir hier noch die Sonnenblumen ab, 2651 Einheiten immerhin noch rausbekommen, plus die 300, die schon im Hänger waren, also knapp 2800. Für so ein Feld ist jetzt nicht die Welt, aber Sonnenblumen sind ja vom Ertrag her geringer, bringen dafür aber mehr Geld. Nichtsdestotrotz fahren wir das Ganze trotzdem nur schnell runter ins Silo, während ich dann... Also 3049. 3049 Einheiten, also, höre ich gerade, haben wir jetzt also gekriegt von den Sonnenblumen von unserem Feld 26. Ja, nichtsdestotrotz, ich fahre jetzt mal eben runter. Das andere war, glaube ich, Raps, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte. Ja. Werde dann das Mähwerk umhängen und wie es dann weitergeht, das siehst du dann, also sprich morgen im Sendeplan hinterlegt, also morgen die neue Folgen vom Single und auch vom Multiplayer pünktlich auf die Minute, wie du das gewohnt bist inzwischen. Und ja, dann wirst du erfahren, wie es hier weitergeht mit unserem Multiplayer-Projekt und eben auch, wie es bei mir weitergeht im Singleplayer. So, wo hat sich das Sven jetzt versteckt? Da. Also Jörg, in diesem Sinne... Danke fürs Anschauen, eine angenehme Restabend und bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.